Und ich habe ja auch das Gefühl, dass der einfach nicht zieht, richtig. 500.000 wird er auch nicht so wegstecken, glaube ich. Okay. Okay. Willkommen bei den Kfz-40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze gerade in meinem Taxi W213. Der hat 466.000. Ja, das Auto ist knapp 7 Jahre alt. Der lässt sich super fahren. Wir haben ja im letzten Video den Wagen von unten angeschaut. Ich war echt erstaunt, wie gut der noch im Schuss ist. Heute haben wir einen Sonntagsfahrer. Was ist heute los hier? Das einzige Problem hier ist echt, der schaltet auf jeden Fall nicht gut. Der ist, ja, also das macht er im kalten Zustand, nicht nur im warmen Zustand. Aber wir werden da auf jeden Fall mal eine Getriebespülung machen. Ne, das ist ja der neuere 2-Liter-Motor. Es kann natürlich sein, bei knapp 500.000 Kurzstrecke, Taxi, die Cuts einfach zu sind oder verbrannt sind oder was auch immer. Er hat überhaupt keine Fehlermeldung. Wir werden mit dir fahren und werden das Ganze einmal messen. Hat der noch diese 150 PS? Ich habe das Gefühl, der hat null Power. Kann auch sein, dass der Turbolader nicht in Ordnung ist. Kann auch sein, dass er irgendwo Wastegate-Steuerung oder so nicht 100% läuft. Normalerweise muss der Mercedes viel besser aus dem Quark kommen. Ich bin gespannt, wie viel PS das Ding noch hat. Aber der läuft ruhig, das muss ich echt sagen. Um 60, jetzt machen wir einmal Kickdown. Ich weiß es nicht, ich kann mich auch täuschen. Weil ich vielleicht nicht so viele Emotionen von dem Motor bekomme. Oder vielleicht ist das Ding auch so zugepackt mit diesen ganzen Cuts, dass der Turbo einfach nicht richtig Druck aufbaut. Ja, sind das 150 PS? Wow, es ist schwer. Also der S211 hatte gefühlt mehr PS. Und wir haben ja gemessen gehabt, der hat ja irgendwie 150, 160 PS gehabt. Interessant heute, auf jeden Fall. Ab zu mit dir. Angekommen bei mit dir. Der 2 Liter mit 150 PS. Wenn das der ein oder andere nicht erkennen sollte, das war ein ehemaliges Taxi. Oh, der hat natürlich Macken hoch 10. Gespachtelt, Unfallschaden. Was mir aber gerade aufgefallen ist, ich fahre ja den ganze Zeit auf Komfort. Wenn ich den auf Sport oder Sport Plus stelle, habe ich schon das Gefühl, dass der aggressiver ist und auch Gasannahme sehr, sehr gut ist. Mit dir, wie geht's dir, Mali? Ich habe dich vermisst. Wir haben uns noch lange nicht gesehen. Ne? Ja, ja. Urlaub und sowas, ja. Alles. Ja. Schon wieder Winter. Ich dachte, du wolltest sagen, schon wieder ein neues Auto. Ja, auch das. Aber das wundert mich schon nicht. Und jetzt habe ich mir natürlich eins gegönnt. Wir haben den 2 Liter mit 150 PS. Ist ja auch wieder überall verbaut, ja. Bis zum Sprinter überall. Oh, wir sind schon geschliffen oder was hier? Hey, Kollege, willst du das Auto kaufen oder was? Was guckst du so genau? Nee, ich habe gedacht, du hast hier schon angefangen zu schleifen. Nee, den habe ich so gekauft. Oder ich habe noch nichts gemacht. Also. Ja, die halten nicht, ne? Oh, okay. Guck mal, weißt du, was mir auffällt? Guck mal. Ja, hier ist überall los, ne? Ja. Der muss rein Abgas, ja. Hier wahrscheinlich auch, oder? So ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich irgendwo kommt Abgas raus, ne? Und ich habe ja auch das Gefühl, dass der einfach nicht zieht, richtig. Seht ihr nochmal die ganzen Abgase hier? Ich frage mich auch gerade, ist das hier mit der Schule? Ja, ja. Sieht auch schon so ein bisschen aus, so das gebrochen oder so, ne? Mhm. Hier oben, weißt du, was ich meine? Ja. Und das Geile ist ja, du weißt das ja, der hat einen Ladekühler, der hier ist, ne? Der an dem Motor verbaut ist. Ja, ja, ja. Was hast du denn als Tuner dazu? Funktioniert schon einigermaßen. Die machen das wahrscheinlich, damit der ein bisschen agiler wird, ja. Ist ja so oder so schon bei jedem Auto erzählt er, ja, mein Auto hat so eine Anfahrschwäche. Das erzählt jeder von seinem Auto so gefühlt, ja. Oder wollen ihn damit kompensieren, aber das hat so Vor- und Nachteile, ne? So ein Motor wird ja richtig heiß. Ist doch alles zu hier. Das heißt, die Hitze sammelt sich hier auch nochmal. Und dann der Ladeluftkühler ist noch da drunter. Also hier habe ich noch nicht so die Erfahrung gemacht. Aber bei den Älteren ist es halt so, dass dann auch die Pumpen von den Ladeluftkühlern kaputt gehen und so. Ja. Ne? Das kannst du machen? Ja, kannst du. Und das fällt dann oft gar nicht auf. Ja. Du weißt, wie viele Autos ich schon hier hatte, die zur Leistungssteigerung kommen und auf dem Prüfstand stellst du fest, so, ja, stimmt irgendwas gewaltig nicht. Ne? Also da funktioniert Ladeluftkühlung oder so nicht mehr. Und dann hier kannst du es nicht so schön anfassen, aber
dann fasst du die an und verbrennst dir fast die Finger. Ja. Weil die gar nicht mehr. Und kein Fehler, kein Nichts. Ich habe das Gefühl, der zieht nicht. Als hätte ich keinen Ladedruck so richtig. Hm. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Aber das habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. Ich habe den mal gerade mal auf Sport Plus gemacht. Und da habe ich gemerkt, oh, doch, der zieht doch. Kann das sein, dass er auf Komfort, weil das ja auch schon ein neueres Fahrzeug ist, dass er den Ladedruck aber einfach mal... Aber wir können das beides messen. Ich kenne das selber, man lässt sich davon beeinflussen und das kommt einem stärker oder schneller vor, aber in der Regel ist das nicht so. Ja. Ich habe mich da auch schon mal richtig getäuscht. Es kann auch sein, dass ich mich richtig täusche, aber ich würde es gerne wissen. Du hast schon alles vorbereitet, sehe ich. Ja, Tor ist offen. Ne, 150 PS, hält das aus? Was sagst du? Ja, wir müssen mal gucken, ne? Vielleicht brauchen wir noch dicke Ketten oder so. Ja, ich meine, die Ketten, die reichen. Ja. Alexa, mach die Musik aus. Ja, das ist die einzige Frau, die auf dich hört. Ja, gestern, Alexa ist auch so eine Zicke. Gestern musste ich sie dreimal überzeugen, da hast du die Musik ausgemacht. Das Geilste wäre, wenn sie sagen würde, mach ich nicht. Nein. Hier, du kannst fahren. Ich fahr drauf, ja. Fahr ich den mal. Da kannst du ja sofort auch deine Einschätzung sagen später. Mit dir, das sieht echt so aus, als hättest du das schon ein, zweimal gemacht. Nee, war das erste Mal. Bei diesem Motor, gibt es da irgendwas zu sagen? Jedenfalls gibt es die in verschiedenen Ausbaustufen, also mit verschiedenen Leistungen. Und bisher scheinen die also tatsächlich einen ganz guten Eindruck zu machen. Hab da auch schon welche im Sprinter, die da auch schon richtig was gelaufen haben. Ja, ähnlich wie hier eigentlich, nur Sprinter ist immer so ein bisschen, weil die halt immer mit viel mehr Last fahren. Ja. Als jetzt eine E-Klasse oder eine A-Klasse oder was auch immer. Ja, bisher scheinen die ganz gut zu sein. Irgendwas stimmt da nicht, das kann man auch sehen, weil er schmeißt irgendwo Ruß raus. Und wenn man eigentlich am Turbolader Ruß hat, Turbolader an sich undicht, Krümmer undicht oder irgendwo ein Partikelfilter ist dicht. Dass er die AGR-Leitung gehen da, glaube ich, auch noch her, habe ich irgendwas gesehen. Ne? AGR hat ja vorne und hinten, ja genau, AGR kann auch hier. Also, ja. Nur dieser kleine Flansch da oder was? Ja. Also ansonsten, weiß ich nicht, Dichtung und so können auch sein natürlich, aber... Aber das, ne? Ja, also, ich würde sagen, wir machen den mal fest. Wir? Hm. Yeah. Ich. Ach so, ich hab mich verhört, deswegen. Du fertig bist. Mit dir, brauchst du Hilfe? Das sag ich immer, wenn er fertig ist. Am Arm tut weh, ja? Mit dir, soll ich dir Kaffee machen? Weil ich du hast noch was zu tun, glaube ich. Mit dir? Ich wollte dir gerade helfen, aber ich sehe schon, du hast das fertig gemacht. Ja, aber ratzfatz. Also jetzt auch für die Letzten da draußen, die es verstehen soll. War das jetzt negativ gemeint? Die Letzten, die es noch nicht verstanden haben. Ah, genau. Die Letzten da draußen. Klingt komisch, aber... Du bist der Letzte. Hast du noch nicht verstanden? Du bist der Letzte. Das meinte ich nicht so. Für die Letzten, die es auch noch nicht verstanden haben, nicht der Letzte. Es ist nicht so, dass man jetzt den Schlüsselnummer eingibt und dann der Wagen kommt dann so raus und kann dann messen, damit du das einmal nochmal erklärst. Die Leistung könnten wir jetzt theoretisch auch so messen, aber wir wollen ja das Drehmoment auch korrekt haben, also Leistung und Drehmoment im korrekten Verlauf. Und um das Drehmoment korrekt aus der Leistung zu ermitteln, braucht man halt eben die Drehzahl. Ich sag jetzt mal, weil ein verschieden großes Rad erzeugt im Prinzip eine andere Gesamtübersetzung. Und somit wird das dann bei jedem Auto einmal, wenn der Motor 3000 dreht, dann drücke ich hier einmal zack, dann sind 3000, dann weißt du, okay, hier sind 3000, hier sind 3000. Und wenn ich jetzt runterdrehe, also was weiß ich, auf 2000, dann die Übersetzung ist ja dann immer linear. Mhm. Wenn du jetzt einsteigst und messen tust, kann man das später nochmal korrigieren? Das würde das geht gehen. Auch. Also wenn ich jetzt beispielsweise, würden die Drehzahl jetzt gar nicht anpassen, dann würden wir jetzt messen. Die Leistung, die dabei rauskommt, ist korrekt. Aber das Drehmoment wird völlig daneben liegen, Okay. Also auch gar keine realistischen Werte. Gut, mit dir. Dann mach die Eingangsmessung. Ja, warte mal. Ach so, sorry. Obligatorisch noch brauchen wir noch die Schätzung. Ich sag mal so, was wir heute auf jeden Fall messen werden, sind ja zwei Sachen. Einmal jetzt auf Komfort messen und dann möchte ich, dass wir den auf Sport Plus messen. Ich kann mich auch täuschen. Jetzt zur Zeit bin ich der Meinung, wir haben keine 150 PS. Aber wenn ich den mit Sport Plus fahre, würde ich sogar sagen, wir haben mehr als 150 PS. Es ist echt ganz komisch. Aber ich jetzt, Zustand, ist wert, würde ich sagen, 135 PS sogar. 135? Ja. Okay, das,
Das wäre schon ziemlich wenig. Also da wäre ich schon erschüttert, wenn ich das sehen würde. Ich weiß wie immer gar nichts. Ja, nichts, okay. Bis auf hier raufgefahren, aber meine Erfahrung ist bis jetzt weder noch, also weder rauf noch runter. Deshalb wäre jetzt meine Schätzung auch 150 PS. Ich sag, der läuft gut. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, das kann man sehen. Ja, wir haben Rußbildung dort. 500.000 wird er auch nicht so wegstecken, glaube ich. Ich würde jetzt einfach stumpf 150 schätzen, ja. Aber auch mit Sport Plus ausprobiert. Ich denke, dass die Ergebnisse von beiden Messungen in Komfort und Sport Plus gleich sein. Hast du schon ausprobiert, das will ich hören. Klar. Sollte gleich sein. Du siehst das gleich, wenn du Sport Plus machst, der geht sofort Drehzahl hoch. Ja, der ist sofort aggressiver, das werden wir gleich sehen. Das hat Fahrzeug oder nach Ausstattung Einfluss auf die Empfindlichkeit vom Gaspedal, Lenkung, Fahrwerk, Getriebe, wie es schaltet und so. Aber die Leistung sollte eigentlich gleich bleiben. Okay, ja. Aber 150 sehen. PS, ich sag 135. Es geht wie immer um nichts. Es muss um was gehen, dann glaub mir, dann macht er erstmal 2 Stunden Probefahrt. Und danach kommt er wieder und sagt, Jonas, ich kann dir genau sagen, 136 PS haben wir. Sagen, aber die E-Klasse auf dem Prüfstand, so tiefer, sieht ja schon geil aus. So, jetzt geht's los. Auf Komfort, ne? Oh! Okay. Okay. 157 PS. Wow. Ich habe mal 20 PS weniger getippt. Wow. Achso, Moment. Hier sehe ich gerade, ist noch ein Fehler drin, ist noch DIN. Es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger werden. Und jetzt werden wir den Punkt machen. Da siehst du auch, wie wir das dann nochmal ändern können. Und jetzt die eigentliche Messung wird halt korrekt jetzt korrigiert. Es wird wahrscheinlich ein bisschen niedriger ausfallen. 154 PS und 324 Newton. Aber trotz alledem glaube ich tatsächlich auch wieder mit einer der stärksten, die ich gemessen habe, also die 150 PS Version, obwohl das jetzt nicht viel drüber ist, ja, sieht alles in Ordnung aus, aber das könnte auch wieder von den Injektoren kommen. Aber was man vor allem merkt, das hast du glaube ich selber auch schon mal kurz gesagt, Getriebe? Der ruckelt man, ne? Fast zwischendurch. Ja, ja. Ne? Also ja schon, macht er. Das werden wir ja noch machen, ich habe die Teile bestellt. Mhm. Da kriegt er erstmal eine vernünftige Spülung mit Filter und so weiter. Und dann mal schauen, ob das dann weggeht. Mhm. Ja, und dann kann man hier auch ganz gut sehen, eigentlich hier, das ist das, was so begrenzt ist, weil hier hört es dann auf, ne? Weil die halt schon auch mehr können, ne? Und auch mit mehr ausgeliefert wurden, ja, teilweise. Ne? Ja, das ist ja das Geile bei diesen Motoren wieder mit dir. Die gibt es ja von 150 PS. Weniger noch. Noch weniger sogar? Ich glaube 136. Nee, 136 gibt es nicht. Das ist der kleinste, glaube ich. Weil er, ich glaube es, ich weiß es nicht. Bis. Wie? Halt dich fest, 240 PS, das weiß ich ja. Bei 240 PS. Vito 114 zum Beispiel, der hat 136 PS, auch OM654. Okay, aber das kann sein, das weiß ich gar nicht. Das ist dieselbe Plattform, aber es ist nicht 100% der identische Motor, soweit ich weiß. Welchen Gang? Fünfte. Fünfte Gang. Weil der halt schon relativ lang ist, ne? Also das waren jetzt schon über 200 km/h. Okay, dann würde ich mal bitten, dass wir den einmal auf Sport Plus einstellen. Und danach das Ganze nochmal messen. Und dann bin ich mal gespannt, was danach rauskommt. Weil ich bin der Meinung, bei Sport Plus ist der besser. Ich fahre den aber nicht manuell dann. Ne? Zweite Messung. Sport Plus. Und machen wir jetzt Sport Plus.
Hammer, ne? Der will schon los. Da geht die Drehzahl direkt höher. Da bin ich mal gespannt. Er ist gleich. Sport Plus, mehr Leistung oder nicht? Nein, einfach gleich. Exakt gleich sogar. Selbst im Leerlauf, du machst ja die Verlustmessung, ne? Und ja, da rollt er einfach nur im Leerlauf, ne? Und selbst da schlägt er so zwischendurch. Also fühlt sich an wie vom Getriebe, aber nicht mal ein Gang drin, weißt du? Ja. Bei ungefähr 3000 Umdrehungen gibt es auch immer kurz wie so ein... Ja. So ein Rucker, ne? War auch bei beiden relativ identisch. Ne? Aber wobei ich gesehen habe, Getriebeöl war leicht feucht. Das heißt, es kann auch sein, dass er nach der Zeit was verloren hat. Ne? Getriebeöl. Aber ich würde einfach mal schätzen, der wurde einfach nicht gut gewartet in der Hinsicht. Ja, hat er auch schon richtig was gelaufen. Ne? Ja. Wer weiß, wie viel wirklich. Ja, das wissen wir nicht. Was mich natürlich auch interessiert, aber dazu werden wir irgendwann mal dazu kommen, was dieser Motor an Leistung bringen kann. Wir haben jetzt 154 PS. Ich finde es super. Mhm. Das ist ja mehr als Werksangabe. Und vielleicht mal irgendwann chippen. Weil sowas habe ich noch nie gemacht, Leute. Ja, ganz was Neues. Das werden wir natürlich irgendwann mal sehen. Was ich nur gerne von dir möchte jetzt, dass wir die Software einmal schon mal auslesen. Ja, im Prinzip das modernste Steuergerät, was es auch derzeit immer noch auf dem Markt gibt. Ja. Ja, in aller Regel habe ich so einen Direktstecker, das steckst du nur aufs Steuergerät. Kannst du den auslesen. Achso, warte mal, ja, genau. Hier sitzt es drin. Genau, da ist das Steuergerät. Das ist auch genauso, wie ich gesagt habe. Die haben hier so Mikropins, so nennen die sich. Die sind hauchdünn, ja. Die kannst du auch so schnell verbiegen, nicht wie diese üblichen, die du vielleicht kennst von den Steuergeräten. Und ja, ich kenne die schon. Die meisten, die pinnen das hier einzeln an, aber ich habe hier für alles die Stecker gebaut oder gekauft oder was auch immer. Ja. So, dass man die 1:1 dran stecken kann, kann man sich nicht verpinnen oder so, man macht nichts kaputt. Mit. Und es geht halt schnell, ne? Wenn man jeden Tag damit arbeitet, dann... Der ist hier auch im Luftstrom drin, ne? Unten drunter sind die Kühlrippen und der Luftstrom kühlt quasi das Steuer. Ja, bei dem ist das noch okay, bei anderen Modellen ist das noch nicht gut. Weil, das geht jetzt von der Temperatur noch, aber heiß werden die alle, ne? Ja. Also wenn ich ein Taxiunternehmen hätte und du kaufst eine E-Klasse, dann willst du ja eigentlich ein Auto haben, was Qualität hat und lange fährt. Mhm. So, und da finde ich jetzt 500.000 noch nicht, also ich jetzt weitergefahren, weißt du, wie ich meine? Ja. Der billigste Taxi Avantgarde mit der Ausstattung. Sagt er hier, welcher Motor, was für ein Steuergerät? Ist jetzt hier, es passt nicht ganz genau, ich habe einfach nur mehr das Steuergerät raus, da steht jetzt A-Klasse, es geht um das Steuergerät. Ne? Quasi eine Hilfe, um das korrekte Steuergerät zu finden, aber ich wusste jetzt, was eingebaut ist, dann suchst du nach dem Steuergerät und das erste Beste, was du findest, das wählst du aus. Ja. Wir werden den Wagen jetzt ein bisschen fertig machen, wir haben ein paar Probleme, wir gucken uns ein paar Sachen an. Wir werden irgendwann mal sehen, was wir daraus machen, da freue ich mich schon, weil wenn es mit dir macht, dann ist es immer geil. So, Mitya, hast du noch was zu sagen? Nee. Danke, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, und alles ist unten verlinkt bei mit dir, ne? Wisst ihr Bescheid, zur Tuning. Tschüss. Ah, ich kann ja gar nicht weg, ich trinke einen Kaffee. Bist du auch einen Kaffee? Ja. Bruder, fühl dich wie zu Hause. Weißt du doch jetzt, wie es geht. Ja, natürlich. Du musst gleich die Haube noch halten. Bukadar, basit mich nicht mehr.